Die Position der Freien Wähler ist momentan natürlich völlig erdrückt von der Corona-Krise. Das heißt, natürlich kann ich Ihnen jetzt grundsätzlich viel erzählen, dass wir die Chancengleichheit für alle wollen, dass wir nach wie vor individuell fördern, dass wir nach wie vor Ungleichheiten, die es von den Elternhäusern gibt, auszugleichen versuchen. Aber wie gesagt, Hauptaugenmerk ist momentan wieder den Regelunterricht zu machen. Ich denke, wir haben Chancen, dass wir das gut beginnen. Wir haben sehr früh, anders als in anderen Bundesländern, bereits zu Schuljahrsende ganz klar gesagt, wir haben 4 Szenarien. Fall A, Regelunterricht. Fall B, Einzelne sind betroffen. Fall C, Regionen sind betroffen. Und Worst Case, wieder ein Lockdown. Und genau da haben wir uns gut vorbereitet. Und ich denke, das ist momentan, hat das vor allem Priorität. Ja, ich denke generell und jetzt speziell in dieser Krise merkt man natürlich, dass es das eine ist, am grünen Tisch Entscheidungen zu fällen und umgekehrt natürlich zu wissen, wie das sich in der Praxis auswirkt. Ich bin in fast täglichem Austausch mit unserem Kultusminister, bin auch sehr froh, dass er zumindest sich sehr genau anhört. Es geht darum, kann ich lüften? Es geht darum, wie kann ich den Abstand einhalten? Es geht darum, wie kann ich trotzdem Pausen stattfinden lassen, die die Sozialkompetenz nach wie vor zulassen, ohne die Kinder in Käfige zu sperren? Und da zeigt sich einfach, dass ich als ehemalige Lehrerin, dann aber auch als Schulleiterin weiß, was man Schülern und Lehrern letztendlich zumuten darf, aber auch zumuten muss. Grundsätzlich haben wir erreicht, dass Alltagskompetenz mehr in den Vordergrund kommt, das heißt Projektwochen, weil wir schon glauben, dass wir von der arg theoretischen Schule doch auch wieder mehr zur praktischen Schule kommen müssen. Nun ja, die Freien Wähler kommen natürlich ganz klar aus der kommunalen Schiene. Das ist auch unser großes Pfund, mit dem wir wuchern, dass im Prinzip fast alle von uns entweder mal Bürgermeister waren, ein Mandat in der Kommune haben. Und genau deswegen ist uns bewusst, dass es nicht nur theoretisch immer heißt, jeder Zweite hat ein Ehrenamt in Bayern, sondern es ist so. Ohne Ehrenamt läuft nichts in Bayern. Und das müssen wir immer wieder uns bewusst machen und wir müssen uns natürlich dafür einsetzen. Ich habe hier eine andere Aufgabe als Beauftragte, das heißt, ich bin wesentlich neutraler, habe natürlich hier auch die Staatsregierung zu vertreten, mache das auch sehr gerne. Das heißt aber, ich bin natürlich ganz klar unabhängiges Sprachrohr, ich bin auch niemand untergeordnet. Wir haben erreicht, dass die Frage der Erhöhung der Übungsleiterpauschalen wieder im Vordergrund steht. Ich hoffe, dass in der nächsten Zeit die Frage gelöst wird. Wir haben schon einen positiven Beschluss dazu, aber es ist ein Bundesthema, dass endlich die leidige GEMA-Abgabenfrage für die Vereine gelöst wird. Eichstätt, München, eigentlich überall dort, wo man gut leben kann. Heimat ist meine Familie. Natürlich in einigen Dingen besser, das heißt ein besserer öffentlicher Nahverkehr, aber ich denke, sehr viel, was wir haben, ist erhaltenswert. Mein Hauptthema ist einmal der mündige Bürger im klassischen Sinne von Kant oder natürlich die mündige Bürgerin und da natürlich speziell die Frau. Ich glaube, dass wir Frauen in unserer Eigenschaft, dass wir Kinder bekommen können, sollen, wollen, und natürlich sämtliche Freiheiten wie ein Mann und auch den Verstand wie ein Mann haben. Das ist für mich ein Hauptanliegen. Ich denke, das wird immer noch nicht genügend gewürdigt. Da komme ich her. Hartnäckigkeit. Noch lange gesund bleiben und lange leben.